herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid heute am Karfreitag, wenn es wieder heißt Tschernan trifft. Für euch, von uns, für alle. Und aufgrund von Karfreitag haben wir gesagt, machen wir das Ganze ein bisschen mal dezenter und wir gehen mal so Richtung Schönheiten. Und wenn man jetzt mal sieht, wer alles da ist, erstmal herzlich willkommen, Miss Beauty Femme, die erstplatzierte Denise. Schön, dass du da bist. Danke auch, hallo. Monika Gruber von der Schönheitsstube ist da. Hallo zusammen, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Und du hast noch jemanden mitgebracht. Richtig, genau, und zwar den Maximilian. Genau, ich bin der Maximilian Alt, bin Gründer und Geschäftsführer der MA Medienagentur, die mit der Schönheitsstube zusammen noch ein bisschen eine Überraschung hat. Oh, da bin ich gespannt. Wenn man das jetzt so anschaut, jetzt werden sich viele von euch denken, Menschenskinder, wir müssen ja den Sicherheitsabstand halten, den haben wir, weil ihr arbeitet ja ständig noch zusammen. Also ihr seid auch geschäftlich zusammen und deswegen bin ich ein bisschen zur Seite gerutscht mit meinem Bärchen, der hier ein bisschen aufpasst. Aber ich fange mal mit dir an. Mensch, jetzt müsste ich eigentlich auf die Knie gehen, ne? Die Hoheit, wenn man so schön sagt, wunderschöne Krone. Ja. Ja, sehr dezent. Sag mal, letztes Jahr bist du es dann geworden, auf der Consumenta war das, glaube ich, ist das richtig? Genau, richtig. Da gab es eine große Wahl von Monika Gruber veranstaltet. Genau, die Veranstaltung lief letztes Jahr zum ersten Mal und zwar im Rahmen der Consumenta. Der Veranstalter sind einmal wir von der Schönheitsstube gewesen und hatten unter anderem als Sponsor, als größten Sponsor die AFAG mit dabei. Das sind die Ausrichter eben der Consumenta wiederum. Und da hat es stattgefunden. Jetzt hast du aber schon einiges erlebt in der Zeit, ne? November bis jetzt sind schon ein paar Monate. Gran Canaria, kann ich nur sagen. Ja, das war wirklich eine richtig tolle dort? Erfahrung. Erzähl mal, wie war es dort? War toll, war eine sehr schöne Gruppe, hat mega viel Spaß gemacht. Ich konnte viel sammeln. Tolle Erinnerungen, es sind mega Bilder geworden. Und ja, war eine absolut tolle Erfahrung. Machst du das schon länger? Also ich habe jetzt gar nicht so geguckt. Ne? Normalerweise, wenn Misswahlen sind, dann liest man sich immer durch, ne? Welche Kandidatin tritt an. Heute habe ich gesagt, nee, lass ich mich mal überraschen, wen ihr da alles mitbringt. Und hast du vorher schon gemodelt? Weniger. Also ich habe davor schon mal bei einer Misswahl auch mitgemacht. Ja, dann war länger Pause und dann habe ich mich eben bei der Miss Beauty Femme beworben. Und seit da jetzt hat es dann angefangen, so wirklich. Und es macht Spaß, oder? Absolut, total, ja. Hat manchmal irgendwelche Journalisten, die dir komische Fragen stellen. Kann alles passieren. Ja, aber wie groß bist du? Ich bin knapp 1,80, 1,79, glaube ich. Ich habe mir das gedacht. Also sie kam vorhin rein und normal, ich bin ja 1,94, um Gottes Willen, ja. Ist die groß, ja. Also mit der Krone bist du schon fast über mich drüber, ja. Wir wollten dir nicht die Schau stehlen. Ja, würde ich gar nicht mitmachen, um Gottes Willen, ja. Weil Schönheitsstube, da passt ihr alle drei sehr gut zusammen. Auch er schaut gut aus. Ich habe schon gehört, er kann auch gut singen, der Kerl. Und du bist ja eh bekannt für deine Schönheitsstube. Der steht ja hier oben auch noch wunderbar. Kreative Haarschau der Schönheitsstube. Könnte ich nie mitmachen, da hätte ich schon verloren. Naja, das meiste ist hier Gott sei Dank aus Perücken gemacht worden, da hätte man dich dann schon auch integrieren können. Perücken, weil du das sagst. Also ich mache halt die Sendung jetzt, wir sind schon in der vierten Woche und beim Marco Vincent musste ich eine Perücke aufziehen. Das war mal ganz nett, aber ich fühle mich mit meiner doch lockigen Haarpracht sehr, sehr wohl. Die Haare von dir sind aber nicht naturfarbig, oder? Nein, sind blondiert. Blond, ja, die haben so einen schönen, ja, ins Weiß krollig. Wie sagt man die Farbe richtig, Monika? Nicht, dass es silbrig. Silbrig. Ja, mit der silbernen Krone schaut es sehr gut aus. Mensch, lass mir gleich die Hüllen fallen. Wie bist du darauf gekommen, dass du sagst, ich mache jetzt hier die Wahl bei der AFAG, bei der Consumenta? Und ich habe schon mitbekommen, AFAG und ihr beiden, ihr kommuniziert sehr gut oder agiert auch sehr gut zusammen. Wie ist das Ganze bei dir da so entstanden? Ich hatte das Glück vor ein paar Jahren, dass ich auf der Messe Consumenta in der Halle 2 in der FEM-Halle eben ausstellen durfte als Aussteller und habe dann auch jährlich meinen Standort erweitert und vergrößert und ich habe gesagt, Mensch, du, ich will irgendwas anders machen. Ich will herausstechen, ich will das Ganze mit nach vorne bringen. Die AFAG hat es ähnlich gesehen, dass die Halle FEM noch mehr glänzen darf, als dass sie eh schon glänzen tut und deswegen haben wir gesagt, Mensch, bauen wir doch so eine Veranstaltung mit aus, das wäre doch was Schönes. Ich habe so viele Mädchen, die mich immer wieder darauf ansprechen, sie würden gerne bei einer Misswahl wieder bei mir mitmachen, da ich ja damals auch die Miss Schwabachwahl eben gemacht habe und das hatten sie so schön gefunden, ob ich da wieder was eben präsentieren kann. Da haben wir gesagt, ja, mach mal. Kam dann im ersten Jahr auch super an.
gerade mit dem Preis dann auch noch nach Gran Canaria eben zu fliegen. Da hatten wir dann auch als offiziellen Fotografen Maximilian. Ich unterbreche mal ganz kurz. Durftest du mit nach Gran Canaria? Ja, so ein Glück, ne? Gott sei Dank. Jetzt habe ich dich rausgebracht, entschuldige. Ach, das bitte. Das macht nichts, ich finde wieder meinen Faden. Nein, war auch wirklich ganz toll. Also in Gran Canaria angekommen, haben wir uns erstmal die sämtlichen Shootingplätze angeschaut. Wir hatten Shootings auf den Dünen, natürlich typisch auch am Meer, das hatten wir auch. Der Maximilian ist jeden Früh hier um 6 Uhr aufgestanden voran und hat geguckt, wo wir hier den perfekten Platz finden können, dass wir nicht so viel laufen müssen in unseren hohen Schuhen und die Ecke dann finden. Hat auch dann sehr gut geklappt. Das hat ja auch immer sehr lange gedauert mit euren hohen Hacken, bis wir dann mal die ganze Promenade entlang gelaufen sind. Ja, ich stelle mir das gerade vor, den Sand, oder? Mit den High Heels. Man muss dazu sagen, normalerweise hätten sie die High Heels jetzt an, aber ich habe schon ein paar Mal erwähnt, wir sind hier im Ballettstudio Rilling Art, deswegen haben wir auch unser Holzteil, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ja. Und dann dürften die nicht anziehen, weil sonst wäre sie noch größer. Aber mit diesen hochhackigen High Heels durch den Sand, ich glaube, für dich war das eine Show, oder? Das hat sehr lustig ausgesehen. Es war eigentlich schade, dass da kein Kamerateam dabei war, die dieses Ganze hintenrum gefilmt haben. Das wären super Aufnahmen geworden. Das Beste war dann eigentlich noch, als wir die Kleider dann noch in den Koffern mit dabei hatten. Das musste ja auch alles mitten durch den Sand. Dann über die Düne drüber und nein, auf dem anderen Eck ist dann doch das Licht besser. Wieder alles zurück, oh Gott. Aber es hat Spaß gemacht. Es sind wirklich wahnsinnig tolle Bilder rausgekommen dabei, die sich auch wirklich zeigen lassen, die man auch auf der Miss Beauty Fame Seite von uns sehen kann. Und ja, das Ganze stellen wir jetzt auch demnächst dann in unserem Magazin noch mit dar. Das ist nämlich unsere Überraschung. Da kommen wir gleich drauf. Ja. Jetzt nochmal zu dir, Denise. Gran Canaria war aber nicht das Einzige. Was hast du in der Zwischenzeit noch erleben dürfen? Ja, verschiedene Fotoshootings. Ja. Hauptsächlich hatten wir Fotoshootings. Hauptsächlich Fotoshootings. Aber das ist auch wichtig. Und das ist immer, was viele gleich gar nicht so verkennen oder mitbekommen. Man könnte jetzt sagen, jetzt bist du gerade ein bisschen aufgeregt. Das gehört alles dazu, um Gottes Willen. Ja? Also wenn ich nicht labern könnte, ne, wäre das auch nicht mein Job. Ja, das ist auch richtig so. Fotoshootings, da muss man nicht reden. Ne? Da muss man aus deiner Sicht sich gut präsentieren. Richtig, da kommt es drauf an, im richtigen Moment das Richtige zu zeigen und abzurufen. Ja. Und ich sage auch, das schlummert immer in jedem irgendwo, man muss es nur halt rauskitzeln. Ja, das wäre das. Also ich würde zum Beispiel glänzenlos verloren gehen, ja, weil ich habe die Chance, um längere Zeit zu reden und irgendwann treffe ich den richtigen Ton. Aber da geht es ja wirklich auf die Sekunde. Ne? Also Gesichtsausdruck, Augen auf Mimik, das ist sehr, sehr entscheidend. Und da weiß ich auch, dass du, Monika, schon ein liebes Mädel bist, aber ich glaube, du weißt genau, was du willst. Ja, es kann auch mal anders werden. Nicht immer bin ich lieb, aber wichtig ist, das Ergebnis zählt und zum Schluss sind ja alle um das Ergebnis dann sehr dankbar. Genau, das Ergebnis zählt. Jetzt habt ihr vorhin schon angekündigt oder du selber hast gesagt, ihr habt noch eine kleine Überraschung, deswegen seid ihr auch zu dritt hier. Wir sehen hier hinten schon eine schöne Fotowand, die ihr mir diesmal mitgebracht habt. Habt ihr die Sendung vom Montag gesehen? Um Gottes Willen, muss ich kurz dazu. Bernd Händel war da. Tolles Interview. Ich habe so eine kleine Rückwand, die haben wir da hingepappt und dann ist die während der Show so davon gesegelt. Aber ihr habt eine ordentliche, schöne Rückwand und ich glaube, das passt alles irgendwie ganz gut zusammen mit dem, was ihr beide jetzt da vor allem vorhabt oder auch macht. Das war auch der Grund. Also ich habe die Moni darauf angesprochen, habe gesagt, hör mal, ich hätte das und das vor. Ich habe mich selbstständig gemacht, habe eine Modelagentur, eine Medienagentur mit hochgezogen und dachte mir, ich möchte meine Models nach außen die Möglichkeit geben, sich repräsentieren zu können. Und habe das der Moni vorgeschlagen, da sagt sie, du, lustig, ich hatte letzte Woche im Endeffekt den gleichen Anfall, wo wir sagen, machen wir doch eine Zeitschrift, zeigen, was wir so können, was wir mit der Hair Creative Show machen, ja, diese ganzen Geschichten, da habe ich gesagt, naja, dann liegt es ja nahe, dass wir uns da zusammentun und ich packe mein Repertoire mit rein, was Fotografie, Videografie angeht, was meine Models angeht und haben hier halt alles, was Beauty ist, was dann wieder ineinander greift, so ist für jeden was dabei. Es ist keine reine Frauenzeitschrift und auch keine reine Männerzeitschrift. So haben wir uns das gedacht gehabt, dass wir das Ganze mal lostreten und gucken, wie es funktioniert und wie es ankommt. Wann gibt es da die erste Ausgabe? Die erste Ausgabe kommt jetzt Anfang Mai raus. Das Cover steht schon und auch der Inhalt dazu. Da geht es unter anderem natürlich um die amtierende Miss Beauty Fame und natürlich auch um das aktuelle Bewerbungsformular, was diese Woche rausgekommen ist. Denn ich werde jeden Tag ohne Ende per Messenger angeschrieben, wann es rauskommt, wie alt man sein darf, wie groß es ist und was der Geier, was nicht alles. Und da steht ja alles drin und da freuen wir uns auch schon auf die ganzen Bewerbungen. Wie viele Seiten werden es ungefähr? Dürft ihr das schon verraten?
Also jetzt das erste Magazin sind so circa 24 Seiten, um einfach mal einzusteigen und einfach mal alles zu zeigen, was wir denn haben und wer wir denn sind, um das Ganze ein bisschen drumherum zu erklären. Denn eigentlich waren es am Anfang nicht so viele Seiten, aber das ist irgendwie mehr geworden, weil jeden Tag kommt dann eher mit einer neuen WhatsApp an, Moni, hättest du mal und Moni hier mal und guckst du mal drüber, schau mal an und ich ja und er muss dann mich immer aufhalten, dass ich nicht alles pink und lila mache, weil es soll ja auch männlich auch sein. Ja, das ist voll gar nicht so einfach. Das glaube ich. Wenn das komplette Firmenkonzept auf lila mit aufgebaut ist, ist das gar nicht so einfach, da wegen einer Regel vorzuschieben und das neutral zu halten. Aber ich glaube, das ist uns bisher ganz gut gelungen und das kriegen wir auch in Zukunft noch hin, dass es so bleibt. Ja, er hält mich davon ab zumindest. Also ich glaube, man merkt ja schon, dass ihr beide sehr harmoniert. Ja? Und ich denke, dass es auch eine wunderbare Zeitschrift gibt. Ich habe ja schon vorhin, ich muss dazu sagen, ich habe vorhin schon mal gesagt, Mensch, ihr habt doch bestimmt schon so einen kleinen Bildausschnitt, dass ich sehen darf. Aber nein, sie bleiben da hart. Also auch ich muss warten, bis ich das ganze Magazin mir endlich mal anschauen darf. Vielleicht darf ich es dann mal irgendwann zeigen auch. Anfang Mai, hast du gesagt, wird es rauskommen? Richtig, genau. Und wir halten das doch nur fern von dir, weil wir Angst haben, dass du gleich siehst, dass du Mr. Dezember bist im Katalog. Ja, Moment. Nein, um Gottes Willen. Wenn ich Mr. Dezember wäre, wäre ich der Nikolaus oder der Weihnachtsmann, weil ich habe es immer noch nicht geschafft, meinen Lebkuchenfriedhof wirklich abzutrainieren. Ist momentan gar nicht so einfach. Wobei das als Nikolaus oder Weihnachtsmann wieder gar nicht so schlimm wäre. Ja, in dem Augenblick schon, aber... Gut, lassen wir es. Also ich komme da aus dieser Nummer gerade gar nicht mehr raus. Und du hattest gesagt, du wolltest dann natürlich, dass es für die Männer auch interessant wird. Das ist korrekt, ja. Wir wollten das im Endeffekt auch für diese ganzen Nachwuchsfotografen, ja, auch ich habe mal klein angefangen vor vielen Jahren mit Hobbyfotografie und Landschaft und dann musste die Freundin herhalten, bis dann irgendwann eben eine Selbstständigkeit auch draus geworden ist, wo ich gesagt habe, ja, das ist das, was mir Spaß macht, das ist das, was ich machen möchte. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich auch weitergeben können, ja, wo wir sagen, wir bieten ja auch Fotokurse und Sonstiges an, wo ich sage, ich möchte einfach die jungen Leute auch dazu ermutigen, das zu machen und das geht am einfachsten über eine Fachzeitschrift, indem sie gleich beides haben, weil für einen Fotografen ist nicht nur das Fotografieren interessant. Ja, da muss auch das Ganze, die Mädels müssen gut ausschauen. Du musst als Fotograf in deinem Leben eigentlich mindestens einmal einen Schminkkurs mitgemacht haben, ja, dass du die Bilder im Nachhinein auch richtig bearbeiten und präsentieren kannst, dass die Mädels sich auch wohlfühlen auf den Fotos. Und um solche Punkte geht es da eben auch. Das heißt, nicht nur die Fotografen ziehen sich Input mit raus, sondern können auch wirklich die Models sich einiges mit rausziehen. Wir machen verschiedene Posing-Varianten, die erklärt sind, was man damit dann auch ausdrückt in dem Moment, wo man sich wirklich so einen kleinen Katalog mit hernehmen kann, wo man sagt, okay, da kann ich mich mal ausprobieren, da kann ich mich mal ranführen und traue mich dann vielleicht auch bei der einen oder anderen Misswahl, mich dann zu präsentieren, wenn ich hier schon ein paar Tipps dann bekomme. Die Idee finde ich sehr gut. Ich weiß, du willst eigentlich noch was sagen. Posing. Bin ich denn jetzt frage ich gleich mal hier die Fachleute, sitze ich denn vernünftig oder muss ich jetzt schon wieder anders? Ich neige manchmal so mit der Größe so nach unten zu sacken. Wäre schon wieder falsch, ne? Eigentlich müsste ich ja so sitzen. Der Rücken soll schon immer gerade sein und eine offene Haltung. Aber die offene Haltung hast du ja dann auch. Du bist ja leicht eben zur Kamera noch mit hingedreht und gleichzeitig aber zu uns und hast auch keine geschlossene Haltung, indem du die Arme verschränkst oder ähnliches und ja, dich klein machst. Macht das schon ganz gut, ja. Oh, jetzt habe ich aber Glück. Ich dachte schon, manche. Ja gut, die Gefahr ist halt auch beim Modeln oder bei anderen Sachen, wenn du das lange machst, gewöhnst du dir irgendwas an. Und das wieder rausbekommen. Klar, wenn ich auf der Bühne stehe, weiß ich, gerade stehen, ein bisschen nach hinten, ja, kreuzgerade Rücken und nicht diesen Buckelmann machen. Wenn man sitzt, ist die Gefahr natürlich immer sofort. Sie sitzt natürlich perfekt vor mir. Ja, ich schaue die ganze Zeit, deswegen gucke ich dann immer, dass ich dann auch wieder. Da kriegt man auf Dauer Rückenschmerzen. Es tut weh mit der Zeit, ja, aber Schönheit muss leiden, daher kommt es. Aber du wolltest gerade noch was sagen, ich hatte dich unterbrochen. Ja, weil grundsätzlich ist es nicht einfach, ja, vor allem wenn man es länger macht, weil du es gerade schon angesprochen gehabt hast, je länger du etwas tust, desto mehr schleichen sich so Eigenheiten ein, die du selber nicht mehr merkst. Ja, das ist wie mit einem Auto und man hat einen Hund. Da wird man irgendwann geruchsblind. Ja, man kriegt es nicht mit. Und genauso ist es beim Modeln auch. Die Models stehen da und sagen, ja, ich lächel doch. Dann erzählst du denen deinen Witz und dann sagen, jetzt hast du gelächelt. Es ist richtig, ja. So diese Feinheiten, die man einfach rauskitzeln muss. Ist ja Hammer, wenn du mit jemandem telefonierst und du möchtest gut rüberkommen, steh auf und lächel am Telefon. Er wird es nicht sehen, sondern er hört es ja nur durch die Akustik. Und das ist da wieder ganz wichtig, ja. Und das Lächeln auf der Bühne gehört natürlich dazu. Und das richtige Laufen und das Positionieren, sage ich mal. Und wenn man dann, wie du vorhin gesagt hast, Monika, schon mal Tipps kriegt von den verschiedenen Posings, Haltung und man möchte dann sei es Misswahl, sei es Fotomodel oder Laufsteg, da kann man bestimmt vieles davon zehren und sich rausziehen.
Genau, und für die, die dann sagen, okay, ich möchte da noch eine Schippe drauflegen, ich möchte vielleicht wirklich bei der Miss Beauty Fam mitmachen oder bei anderen Misswahlen und möchte für mich selber üben oder mal Feedback kriegen von jemand Außenstehenden, der nicht in der Familie ist, da ist eben geplant, dass wir dann zum Ende des Jahres auch einige Model-Workshops machen mit Laufstecktraining, mit Posing-Training, was können sie machen, was schaut gut aus, was schaut nicht ganz so vorteilhaft aus. Und das wird dann aber in der Zeitschrift auch nochmal mit erwähnt werden, wann, wie, wo das so geplant sein wird. Und den Laufsteg, den haben wir schon fertig, weil ich den gleich lila machen habe lassen, dass er nichts mehr sagen kann. Oh, ich merke schon. Ich wollte schon gerade sagen, also ich hätte mir orange gemacht. Ja? Also wärst du mit orange zufrieden gewesen? Durchaus, aber ich sage, ich habe jetzt auch nichts gegen Lila. Er darf jetzt auch nichts anderes sagen, definitiv nicht. Ach so. Also ich merke schon, bevor wir hier irgendwie in Streitigkeit, nein, Spaß beiseite, die Stimmung ist super. Kurze Frage noch, wie oder wo wird man dann die Zeitschrift finden? In welchem Umkreis oder wie weit wird die Verteilung sein? In den ersten 2 Monaten ist es jetzt so, dass wir sie in Online- und Printversion haben werden. Online eben unter dem Namen des Magazins, das ist aktuell Schein, passt eben zu beiden. Deswegen haben wir es auch so genannt. Das war ein richtiges Hin und Her mit dem Namen, aber zum Schluss saß er dann, eigentlich erst letzte Woche, weil davor waren wir uns nie einig. Genau. Und ansonsten wird es natürlich in den Ortsgeschäften in Schwabach ausgelegt und in Wendelstein. Hier beginnen wir im Randgebiet um Nürnberg drumherum, alle Randgebiete, und dann arbeiten wir uns langsam nach Nürnberg vor. Aber so ist der Start jetzt für die ersten 2 Monate. Genau, ist wie gesagt erstmal als regionale Zeitschrift geplant. Online natürlich für jedermann zugänglich, nur geplant erstmal ortsbezogen, weil wir natürlich auch unsere Model-Szene bei uns hier ein wenig pushen wollen und genauso die Mädels, die halt vielleicht jetzt aktuell noch Angst haben, sich zu zeigen oder zu präsentieren auf einer Wahl, dass wir sagen, da gibt es einen Push, da wollen wir ansetzen, und wenn, dann sehen wir, wie es sich entwickelt. Jetzt noch eine Frage an euch beiden, Denise und Monika. Wie geht es jetzt bei Denise weiter? Weil bis zum November haben wir noch ein bisschen Luft. Richtig, genau. Also es gibt mehrere Fotoshootings, Medientrainings auch, unter anderem auch die nächste Hair Creative Show wieder, wo sie auch teilnehmen wird. Das ist für uns ein sehr wichtiger Punkt in dem Moment dann auch. Und hier wird sie eigentlich wieder von Kopf bis Fuß fast eigentlich so verkleidet, dass man sie gar nicht mehr erkennt. Das ist ähnlich wie die Bilder im Hintergrund, die wir auch fotogeshootet haben mit dem Micha eben. Und so in der Art muss man sich das Ganze dann nochmal vorstellen für sie. Also spannende Zeit. Dir wünsche ich dann noch viel Spaß damit. Vielen Dank. Noch hast du die amtierende Zeit noch vor dir, sage ich mal. Wann ist die nächste Wahl? Im November, oder? Ende Oktober, 31.10. 31.10. Stimmt, das ist immer so, Oktober, November, da ist die Messe immer. Richtig, genau, immer in der Ferienwoche, in der Herbstferienwoche eben. Und normalerweise legen wir es nicht direkt auf Halloween, weil das für uns immer ungünstig ist, weil wir in Halloween eigentlich auch sehr viel machen. Aber das ist ein Samstag, und ein Samstag ist einfach wahnsinnig wichtig für alle Mädchen, die teilnehmen wollen. Und deswegen haben wir trotzdem mal unseren 31. genommen und freigegeben dafür. Okay, also das heißt für dich, bis zum 31. bist du noch amtierend. Da wünsche ich dir viel Spaß damit. Vielen Dank. Und hab gute Laune, auch wenn die Zeit auf momentan nicht ganz so einfach ist, aber ihr habt die gute Laune. Monika, genau. Ich danke dir. Wir hatten schon öfters mal miteinander zu tun. Mich freut es jedes Mal, wenn wir uns sehen. Schön, dass du da warst. Und dir viel Spaß mit Monika. Vielen Dank. Ich glaube, wir kriegen das schon geschaukelt. Ihr kriegt es mit Sicherheit gut geschaukelt. Und euch wünsche ich alle noch schöne Ostern. Vielleicht gibt es das ein oder andere Geschenk. Ja, zwischen euch beiden könnt es vielleicht auch was geben, ja, dass das Ganze so bleibt. Und schöne Ostern euch und Ihnen zu Hause natürlich auch schöne Osterfeiertage. Wir sehen uns dann am Ostermontag wieder, wenn es wieder heißt Jernan trifft. Für euch, von uns, für alle. Und viel Spaß beim Eier und Geschenke suchen. Bis dann, bleibt mir gesund. Servus. Tschüss.